Wir müssen ja heute jeweils ein Geschenk für Honsi und Karic raussuchen. Vorab, ich möchte auf jeden Fall danach erstmal hier diesen Darmstadt Schokoladenweihnachtsmann haben. Mach den mal weg, sonst schmilzt er hier an den Kerzen. Genau, super, den packen wir erstmal zur Seite. Also sowas hier wie das hier fällt mir einem halt zu Schuh. Ja, auf jeden Fall. Der ist halt extrem spielsüchtig. Aber jetzt nicht falsch verstehen, er ist jetzt nicht spielsüchtig, sondern der kann einfach viele Spiele extrem gut. Brettspiele und Ja, Kartenspiele. eigentlich alles, was in der Kabine gespielt wird, Ja. kann der. Und ja, hier die Tasse auf jeden Fall, auch wenn hier jetzt Felix draufsteht, würde ich auf jeden Fall Luca Pfeiffer schenken, weil er sehr, sehr viel Kaffee trinkt am Tag. Ich glaube, nee, nicht, ich glaube, es ist so, der hat letztens eine Kaffeemaschine sogar mit in die Kabine gebracht. Und die gehört auf jeden Fall Luca Pfeiffer. Also die Mütze fällt die ganze Zeit um, ich setze sie jetzt kurz auf. Fabian Holland, ne? Ja, also der junge Mann, Fabian Holland, der ist ja leidenschaftlicher Sticker-Sammler. Und diese Ich Karte, glaube, das ist die einzige, die ihm noch fehlt. genau, der Ne? hat uns mal das Ja, Heft gezeigt, was er stimmt. gesammelt hat. Die fehlt ihm noch. Also die Karte, die fehlt ihm noch extrem. Meine erste Million. Ja, wir haben ja schon gesagt, dass Schui ziemlich gut spielt. Und ja, Karic, Eko leidet ein bisschen darunter und muss am Ende des Monats immer ziemlich viel Geld zahlen. Dann würde ich einfach ihm mal ein Sparschwein schenken, dass er da mal ein bisschen Vorrat sammelt. Also wenn das deine Freundin sieht, das Video, Emil, es tut uns leid. Nee, aber für Honsi, ja gut, das hat er bestimmt schon FIFA 22. Was kann man dem noch schenken? Der ist doch hier so Etepetete hier Ja, mit der ist ja, stimmt, 1000 ja. Cremes und Also, am besten das zwei hier. ja, also machen wir da vielleicht mal eine Ausnahme, aber der ist ja immer so schickimicki Haare, jedes Mal jetzt gerade. Friseur, ich glaube zweimal die Woche Ja, circa. zweimal die Woche ungefähr zum Friseur. Lippen jedes Mal nach dem Training, vor dem Training. Kann man auch sagen, oh, erwachsen und Ich so, glaube, der hat aber. sogar eine Creme für die Fußnägel oder so, ne? Ja, da auch. Weil das ein Fußnagel ist extrem kaputt, ne? Also, kann man das jetzt sagen hier? Der ist so widerlich. Und da kriegt er sich über diesen Fuß Das passt noch für die Hornhaut an. Ich habe mich für das Sparschwein für Echo entschieden, ja, weil er eben, wie gesagt, sehr viel Geld am Ende des Monats verliert und ja, dass er ein bisschen was zur Seite legt. Also ich habe mich dafür entschieden, für unseren etepetete Masterman aus der Mannschaft. Honsack habe ich hier ein Parfüm und eine Nivea-Creme und das werde ich ihm zu Weihnachten schenken. Ja, also ich kann das halt extrem schlecht. Ich auch. Aber wir geben unser Bestes, oder? Wie fangen wir an? Ich würde sagen, wir nehmen unterschiedliche. Was willst du für ein Komm Papier schon nehmen? das hier. Dann nehme ich das hier. Bleibt ja nichts mehr anderes übrig. Ich habe schon eine Idee, wie ich es mache. Ob es gut aussieht, weiß ich nicht. Warte, man muss das. Ich habe das irgendwie so. Ich mache das einfach jetzt hier so. Das ist doch zu groß, Alter. Wenn das mal. Oh, du Fröhliche. Alter. Hey, ohne Witz, das sieht gut aus. Ich habe noch einen Trick. Ah, jetzt bin ich gar nicht in der Mitte. Scheiße. So, jetzt habe ich. Kennst du den Trick? Durchschnaufen. Ja, also ziehen. Oh. Ich bin fertig. Okay, ich fühle mich unter Druck, Mann. Wow. Triumph. Ey, ohne Witz, warum kannst du das? Jetzt hier eine Schleife. Und hast du noch wieder diesen Trick da, den du gerade gezeigt hast? Jetzt Mit kommt dieser Schere hier, so zack und dann. da. Halt doch mal auf gerade. Ja, ich halt doch gerade, guck mal. Nahaufnahme bitte. Tada! Ich würde dir aber auch einen Gutschein schenken von Musti, von unserem Friseur. Weil das Argument, dass du nicht so oft zum Friseur willst, finde ich bodenlos. Deswegen hast du ja deine Haare kurz geschnitten. Ja. Ist pflegeleicht, ich stehe auf, Also muss ich würde dir noch nicht. einen Gutschein vom Friseur schenken. Und ich würde dir noch einfach einen Gutschein schenken, damit dir auch. Und ich werde dir einen Pullover kaufen, die dir passen. Weil das ist ja. Ihr Oversight as fuck, Alter. Das ist, guck mal hier. Boah, weil ich das gerade schon sehe. Okay. FIFA 22. Eindeutig für Brayden, Paddy, Erich Eric. und Frankie. Ja, 100 Pro. und Klaus muss da 100 dazu Pro. nehmen. Klaus? Klaus, ja, der ist Ja, auch meistens dabei. Weil okay. Paddy hat so einen 100 Pro. Gaming-Koffer, der nimmt über jeden Auswärtsspiel mit und die spielen da Die im Bus wie die Dings, ja. Verrückten. Enzo auch noch dazu, oder? Ja, Der spielt ja. Wenn ich das aber schon sehe,
Boah. Mal gucken, wie lange. Unspeisbar. Das ist aber nicht von Neugeborenen, oder? Also das ist ja Peter Crouch, Baby. Ich glaube nicht mehr, dass das ein Baby ist. Oh mein Gott. Geil. Ja, aber. Ja, wem geben wir das? Ja, keine Ahnung. Kann man ihn geben, bis die Kleine reingewachsen ist? Oder ein bisschen stretchen? Mhm. Oder in trockener. Oder in trockener. Das Trockner Baby rein. Müssen wir stretchen. Das die sind für den Herrn gleich neben mir. Oh, wieso? Der hat einfach Badelatschen, die sind mit Tape bandagiert. Also, ich glaube, wenn, dann so, nur für dich, kann man so sagen. Dankeschön. Gerne. Kann ich dir auch gleich mitnehmen dann? Ja? Ja, gerne. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Ist das auch ein Geschenk? Soundflaschenöffner, ja, ja, ja. Ja, 100. Also dieser Bieröffner, 100. Da steht Marvin Melan schon drauf, glaube ich. Ich glaube, der ist eh eingraviert, oder? Die Mütze passt auch, glaube ich, zu ihm, oder? Ich glaube, die hat er letztens bei dieser Fotobox auch an, oder? Oder war das so diese längere Weihnachtsmütze? Weihnachtsmütze, ne? Ja. Ja, der Marvin. Ja. Ja. Er ist schon so ein Mützenträger. Ja. Ja. Dann geben wir das mal mit, damit er nicht vielleicht böse ist, warum wir ihm den Flaschenöffner geben. Ach, der war kochen bei uns. Eier, schau mal, wer kann keine Eier kochen? Der Warte, der hat letztens Frühstück gemacht und da waren die Eier nicht so gut. Ja, die waren gut. Echt? Ja, die waren gut. Wir haben sie nicht geschmeckt. Echt? Ja. Ja, ich habe mich für die zwei Geschenke entschieden, für Marvin Melem. Erstens ein Flaschenöffner, weil ich den öfters im Bus sehe, die Flasche mit den Zähnen öffnen. Da muss man ein bisschen auf seine Gesundheit auch schauen, deswegen der Flaschenöffner. Und zum Zweiten die Mütze, oder wie man bei uns sagt, die Haube. Ja, weil es ihm einfach, glaube ich, gut stehen wird und weil er öfters Mützen trägt. Also ich habe mich für diese beiden Geschenke für einen Tizer entschieden, genau aus dem Grund, weil der gerade ein Kind bekommen hat, eine kleine süße Maus, und ich denke, das wird für sie einfach perfekt jetzt zu dieser Zeit dazu passen. Und natürlich wünsche ich ihr noch alles Gute und die beste Gesundheit. Sowas ist immer einfach einzupacken. Das ist was Viereckiges. Ach du Scheiße. Hier bleibt schon das erste Struggle. Du bist so behindert. Jetzt kommt Mama-Trick Nummer 1. Nein, nicht mit dem Schleifen, oder? Wenn du ein richtiger Freund bist, machst du es bei mir auch. Mit dem Mama-Trick. So. Schön. Für Rocket. Rocket. Rocket, ist der Mann. Warum? Weil er so schnell wie eine Rakete ist. Rocket. Bitte. Das Christkind war da. Danke, wow. Rocket. Tite, mein Schnitzel. Oh, danke dir, Elvina. Fängst du an auszupacken? Ich hab zwei, dann lass mich erst eins auspacken. Warte, was glaubst du, dass wir dir geschenkt haben? Socken. Was? Socken? Boah. Pass. Leise rieselt der Schnee. Oh ja, super. Oh. Dankeschön. Ich hab's in feinen Haaren. Wow. Oha. Oh, wow. Sieht gut aus? Schön. Sieht echt gut aus. Okay. Danke. Also ich sag, du hast Schnuller. Noch ein zweites, oder? Ja, erster kommt erst. Also ich sag, Schnuller ist das. Ich sag, das ist ein Schnuller. Junge, wie so groß soll ein Schnuller sein? Ich hab einen Schnuller. Und, Alter, ein Buddy. Nee, schade. Was? Doch. Ey, Junge, Alter. Aber schau, wir haben halt gesagt, die Füße müssen halt sehr lang sein. Ja. Flaschenöffner. Meine Apfelschorle. Nee. Meine Apfelschorle machen was? Genau. Zeig mal. Die machst du ja gerne mit den Zähnen auf. Und was, ja. Zähne sind das A und O. Alter, wie geil ist der denn? Der ist chillig, gell? So wie im Dankeschön, Problem. Leute. Oh ja. Probieren wir das hier. Eine Flasche plötzlich. Oh! Oh, Lilien! Oh!
Erstmal. Ja. Dankeschön. Raten! Raten. Aber wir hatten alles, gell? Unmöglich, Alter. Vielleicht ein Sparschwein? Gut, dass ich nichts gesagt habe, Alter. Wow! Ich hab schon Sparschwein, Alter. Meine erste Million. Ist das ein TikTok Darmstadt angelehnt? Also ich bin ganz gerne, also ganz kurz, ich würde gerne wissen, warum Melem das ausgesucht hat. Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Was deine Begründung damit war? Weil du so viel Wizard-Schulden hast, habe ich mir gedacht, also hier ist meine erste Million. Habe ich mir gedacht, dass du ein bisschen was auf die Seite legen kannst, dass du nicht komplett bankrott gehst. Alles gut. Wizard läuft gut. Herrsch. Ich habe dich gleich auf den Kopf. Kopier. David Beckham Parfüm, oder? Oh. Du hast eine Ausstrahlung. Aber warum Parfüm? Warum Parfüm? Weil ja, wozu hat man Parfüm? Weil das stinkt. Stinkt. Das war die raus. Und der sitzt ja so nah neben uns. Und die Nivea-Creme, warum die? Für deine Füße. Mach mal vor, mach mal. Wir wünschen euch frohe Weihnachten.